Die deutsche Nationalmannschaft im olympischen 7er Rugby hat bei der Sevens Grand Prix Series im französischen Marcoussis beim zweiten von insgesamt 4 Turnieren den 2. Platz erreicht. Die Auswahl des deutschen Rugbyverbandes DRV verlor die Neuauflage des Finales des ersten Turnieres gegen Irland mit 7:49, 0:28. Wir sind ziemlich enttäuscht wegen dieses Endspiels, sagte DRV-Sportdirektor Manuel Wilhelm, fügte aber hinzu, unterm Strich muss man aber konstatieren, dass die Entwicklung dieser Mannschaft sensationell ist. Das dritte Turnier der Serie findet am 7.8. Juli im englischen Exeter statt.